16. Im Zero Sum in Caldwells Innenstadt hatte Reeve einen beschissenen Abend. Und seine Sicherheitschefin machte alles nur noch schlimmer. Xex stand mit verschränkten Armen vor seinem Schreibtisch und sah an ihrer Nase entlang auf ihn herab, als wäre er ein Müllhaufen in einer heißen Nacht. Er rieb sich die Augen. Dann starrte er zurück. »Und warum soll ich hier drinnen bleiben?« »Weil du toxisch bist und die Angestellten Angst vor dir haben.« Was bewies, dass sie gar nicht so blöd waren, dachte er. »Was ist letzte Nacht passiert?« fragte sie sanft. »Habe ich dir schon erzählt, dass ich diesen Baugrund 4 Blocks weitergekauft habe?« »Ja, gestern. Was war mit der Prinzessin?« »Diese Stadt braucht dringend einen Goth-Club. Ich glaube, ich werde ihn The Iron Mask nennen.« Er beugte sich näher zum beleuchteten Bildschirm seines Laptops. »Die Einkünfte hier reichen dicke, um einen Baukredit zu bekommen. Oder ich stelle einfach einen Scheck aus, wobei wir uns damit wieder eine Buchprüfung einhandeln. Schmutziges Geld ist ja so schwer zu verwalten. Und wenn du mich noch einmal nach letzter Nacht fragst, dann schmeiß ich dich eigenhändig hier raus.« »Na, wir sind heute aber wieder liebenswürdig.« Seine Oberlippe zuckte, als die Fänge aus dem Kiefer schossen. »Reiz mich nicht, Xex. Ich bin heute überhaupt nicht in Stimmung.« »Jetzt hör mal. Wenn du die Klappe halten willst, bitteschön, aber lass deinen Irrsinn nicht an deinem Personal aus. Ich habe keinen Bock, zwischenmenschlichen Müll wegzuräumen. Warum reibst du dir schon wieder die Augen?« Er verzog das Gesicht und sah auf die Uhr. Durch die glatte, rote Fläche in seinem Blickfeld stellte er fest, dass seit seinem letzten Dopaminschuss erst 3 Stunden vergangen waren. »Brauchst du schon wieder was?« fragte Xex. Er machte sich nicht die Mühe zu nicken, zog einfach nur die Schreibtischschublade auf und holte eine Glasampulle und eine Spritze raus. Dann zog er seine Anzugjacke aus, krempelte den Ärmel hoch, band sich den Oberarm ab und versuchte, die feine Nadelspitze durch das rote Siegel des Fläschchens zu stoßen. Er traf nicht. Ohne Tiefenwahrnehmung fuchtelte er im leeren Raum herum, bekam die Nadel einfach nicht auf den Deckel der Ampulle und rutschte immer wieder ab. Sympathen konnten nur unterschiedliche Rotschattierungen und zweidimensional sehen. Wenn Reeves Droge nicht wirkte, sei es, weil er gestresst war oder eine Spritze ausgelassen hatte, war sein gestörtes Sehvermögen das erste Anzeichen für drohenden Ärger. »Lass mich das machen!« Eine Welle von Übelkeit überrollte ihn. Er konnte nicht sprechen, also schüttelte er nur den Kopf und stocherte weiter mit der Nadel rum. Mittlerweile erwachte sein Körper langsam aus seinem Tiefkühlzustand. Mit einem Prickeln kroch Gefühl in seine Arme und Beine. »Also gut. Schluss jetzt, du eingebildeter Trottel!« Xex kam energisch um den Tisch herum. »Lass mich einfach!« Er versuchte, seinen Ärmel rechtzeitig runterzukrempeln, schaffte es aber nicht. »Du lieber Gott«, zischte sie. Er zog den Unterarm weg, doch es war zu spät. Viel zu spät. »Lass mich das machen!« Xex legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Entspann dich einfach, Boss, und lass mich dir helfen!«
Mit überraschend sanften Händen nahm sie die Spritze und Ampulle und legte dann seinen geschundenen Unterarm auf den Tisch. In letzter Zeit hatte er sich so oft gespritzt, dass kaum noch Venen verfügbar waren, obwohl er so schnell heilte. Alle waren geschwollen und voller Einstichstellen, durchlöchert wie eine vielbefahrene Straße. Wir nehmen den anderen Arm. Er streckte den rechten aus, während sie ohne weitere Schwierigkeiten die Nadel durch das Siegel stach und seine normale Dosis aufzog. Er schüttelte den Kopf und hielt zwei Finger hoch. Sie sollte verdoppeln. »Das ist zu viel«, sagte sie. Hektisch griff er nach der Spritze, doch sie hielt sie außer seiner Reichweite. Er knallte die Faust auf den Tisch. Sein Blick war durchdringend, fordernd. Begleitet von diversen Kraftausdrücken zog sie noch mehr Dopamin auf und suchte dann unter seinem wachsamen Blick in der Schublade nach einem Desinfektionstupfer. Sie riss das Päckchen auf und säuberte damit die Stelle in seiner Armbeuge. Nachdem sie ihm die Spritze gesetzt hatte, löste sie den Gummischlauch und verstaute das Zubehör wieder in der Schublade. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Selbst mit geschlossenen Lidern bestand das Rot fort. »Wie lange geht das schon so?«, fragte sie ruhig. »Das mit den doppelten Dosen. Das Spritzen ohne Desinfektion. Wie oft am Tag machst du das?« Er schüttelte den Kopf. Kurze Zeit später hörte er, wie sie die Tür öffnete und Tress bat, den Bentley vorzufahren. Er wollte gerade heftig protestieren, doch sie zog einen seiner Zobelmäntel aus dem Schrank. »Wir fahren zu Havers«, erklärte sie. »Und wenn du Streit mit mir anfängst, dann rufe ich die Jungs rein und lass dich raustragen wie einen aufgerollten Teppich.« Reeve funkelte sie wütend an. »Du bist hier nicht der Chef.« »Stimmt, aber verlass dich drauf. Wenn ich den Jungs draußen stecke, wie entzündet dein Arm ist, dann holen die nicht mal mehr Luft, bevor sie dich mit Gewalt hier wegschleppen. Wenn du nett bist, würdest du vielleicht auf dem Rücksitz statt im Kofferraum landen. Wenn du dich wie ein Idiot aufführst, darfst du die Kühlerfigur spielen.« »Leck mich!« »Das haben wir schon ausprobiert. Weißt du noch? Und es hat keinem von uns gefallen.« »Mist!« Daran wollte er genau jetzt wirklich nicht erinnert werden. »Sei nicht dumm, Reeve. Dieses Mal kannst du nicht gewinnen. Also warum sich wehren? Je eher du gehst, desto eher bist du zurück.« Sie starrten einander zornig an, bis sie schließlich sagte: »In Ordnung. Wir erzählen nichts von den doppelten Portionen. Lass Havers einfach nur einen Blick auf deinen Arm werfen. Ich sag nur Sepsis.« Als würde der Doc nicht von selbst dahinter kommen, was hier los war, wenn er das sah. Reeve stützte sich auf seinen Stock und erhob sich langsam. »Mir ist viel zu heiß für den Mantel. Ich nehme ihn trotzdem mit, damit du nicht frierst, wenn die Wirkung des Dopamins einsetzt.« Xex bot ihm den Arm an, ohne ihn dabei anzusehen. Da sie wusste, dass er viel zu stolz und dickköpfig war, um ihre Hilfe sonst anzunehmen. Und er musste sich von ihr helfen lassen. Er war völlig geschwächt. »Ich hasse es, wenn du recht hast«, sagte er. »Was erklärt, warum du meistens so leicht reizbar bist?« Zusammen liefen sie langsam aus dem Büro und auf die Straße hinaus.
Der Bentley wartete schon. Truss saß am Steuer. Der Maurer stellte keine Fragen und machte keine Bemerkungen, wie es seine Art war. Und natürlich setzte einem die drückende Stille immer noch mehr zu, wenn man sich wie ein Arsch benahm. Reef ignorierte, dass Xek sich dicht neben ihn auf die Rückbank setzte, als hätte sie Angst, ihm könnte schlecht werden. Dann fuhr der Bentley so sanft wie ein fliegender Teppich los. Und das passte gut zum Thema, denn Reef fühlte sich, als säße er auf einem. Im Augenblick kämpfte seine Sympathennatur gegen sein Vampirblut. Er schwankte zwischen seiner bösen Seite und seiner halbwegs anständigen hin und her. Und diese Verschiebung des moralischen Schwerpunkts verursachte ihm Übelkeit. Vielleicht hatte Xek nicht ganz Unrecht mit ihrer Sorge, er müsse vielleicht kotzen. Sie bogen nach links auf die Trade Street ein, fuhren bis zur 10th Avenue und rasten dann Richtung Fluss, wo sie auf den Highway wechselten. 4 Ausfahrten weiter verließen sie ihn und glitten durch ein teures Viertel, in dem riesige Kästen auf parkähnlichen Grundstücken weit von der Straße zurückgesetzt thronten, wo Könige darauf warteten, dass man vor ihnen niederkniete. Mit seiner roten, zweidimensionalen Sicht konnte Reef mit den Augen nicht viel erkennen. Mit seinen Sympatheninstinkten hingegen wusste er zu viel. Er konnte die Menschen in den protzigen Häusern spüren, registrierte die Bewohner anhand des emotionalen Ausdrucks, den sie hinterließen, dank der Energie, die ihre Gefühle freisetzten. Sein Sehvermögen war zwar flach wie ein Fernseher, doch seine Wahrnehmung von Lebewesen war dreidimensional. Sie zeichneten sich als psychisches Raster ab. Das Wechselspiel von Freude und Trauer, Schuld und Lust, Wut und Schmerz schuf Gebilde, die für ihn so greifbar waren wie ihre Häuser. Wenn auch sein Blick nicht durch die Schutzmauern und die schlau gepflanzten Bäume dringen, nicht das Mauerwerk der Domizile durchbrechen konnte, so sah das Böse in ihm doch die Männer und Frauen darin so deutlich, als stünden sie nackt vor ihm. Und seine Instinkte erwachten zum Leben. Er konzentrierte sich auf ihre Schwächen, die durch diese emotionalen Raster sickerten, spürte ihre Unsicherheiten auf und wollte sie noch stärker verunsichern. Er war die gerissene Katze, sie die verängstigten Mäuse. Er wollte mit ihnen spielen, bis ihre kleinen Köpfe von ihren schmutzigen Geheimnissen und ihren düsteren Lügen und ihren schmachvollen Sorgen bluteten. Seine böse Seite hasste sie mit kühler Distanziertheit. Aus seiner Sympathensicht sollten die Schwachen nicht das Erdreich besitzen. Sie sollten es fressen, bis sie daran erstickten. Und dann zermalmte man ihre Kadaver im Schlamm ihres Blutes, um zu seinem nächsten Opfer zu gelangen. »Ich hasse die Stimmen in meinem Kopf«, sagte er. Xek sah ihn von der Seite an. Im Schein des Rücksitzes fand er ihr hartes, kluges Gesicht seltsam schön. Wahrscheinlich, weil sie die einzige war, die wirklich verstand, gegen welche Dämonen er ankämpfte. Diese Verbundenheit machte sie wunderbar. »Es ist besser, diesen Teil von dir zu verabscheuen«, sagte sie. »Der Hass beschützt dich. Dagegen anzukämpfen langweilt mich.« »Ich weiß, aber würdest du es anders haben wollen?« »Manchmal bin ich mir nicht so sicher.«
10 Minuten später fuhr Tress durch das Tor zu Havers Anwesen. Und inzwischen kehrte die Taubheit in Reeves Hände und Füße zurück und seine Körpertemperatur sank deutlich. Als der Bentley hinter dem Haus vor dem Eingang zur Klinik hielt, war der Zobel ein Gottesgeschenk und er kuschelte sich rein. Er stieg aus dem Wagen aus und stellte fest, dass auch das Rot vor seinen Augen nachließ. Die ganze Farbpalette der Welt wieder sichtbar wurde und seine Tiefenwahrnehmung die Gegenstände wieder in die räumliche Ordnung versetzte, an die er gewöhnt war. »Ich bleib draußen«, sagte Xex aus dem Auto. Sie ging nie mit in die Klinik. Was er nach dem, was ihr angetan worden war, mehr als gut nachvollziehen konnte. Er stützte sich auf seinen Stock. »Wird nicht lange dauern.« »Lass dir Zeit. Tress und ich warten hier.« Puri kam von der anderen Seite zurück und verpuffte sich augenblicklich ins Zero-Sum. Seinen Nachschub besorgte er sich bei I Am, weil Reef unterwegs war. Dann ging er nach Hause und trabte nach oben in sein Zimmer. Er würde nur schnell einen Joint rauchen, um wieder runterzukommen, bevor er an Cormias Tür klopfte und ihr mitteilte, dass es ihr freistand, ins Heiligtum zurückzukehren. Und wenn er mit ihr sprach, würde er ihr sein Wort geben, dass er sie nie als Primal aufsuchen und sie vor jeder Kritik und jedem Tadel beschützen würde. Außerdem würde er sich dafür entschuldigen, dass er sie auf dieser Seite so aus seinem Leben ausgeschlossen hatte. Während er auf der Bettkante saß und sein Drehpapier zur Hand nahm, übte er schon mal seine kleine Ansprache ein und schweifte unversehens zu seiner Erinnerung an den vergangenen Abend ab, als sie ihn ausgezogen hatte, an ihre eleganten, blassen Hände, die seinen Gürtel geöffnet hatten, bevor die Auserwählte sich am Reißverschluss der Lederhose zu schaffen machte. Übergangslos schossen ihm glühend heiße, wild erotische Empfindungen in den Unterleib. Und obwohl er sich alle Mühe gab, die Fantasien vorzuschieben, so zu tun, als wäre er entspannt und locker, fühlte er sich, als stünde er in der Küche eines brennenden Hauses. Er spürte die Hitze und hörte die Rauchmelder. Aber, es hielt nicht lange an. Das Löschfahrzeug samt der Mannschaft mit den Handschuhen und Atemmasken traf in Form des Anblicks dieser leeren Kinderbettchen vor seinem geistigen Auge ein. Die Erinnerung daran wirkte wie eine geladene Waffe an seiner Schläfe und löschte seine Flammen problemlos. Natürlich war auch der Zauberer schon wieder zur Stelle. Er stand wieder inmitten all der toten Köpfe und zeichnete sich schwarz vor dem grauen Himmel ab. »Als du ein Kind warst, war dein Vater Tag und Nacht betrunken. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast? Sag schon, mein Freund, was für ein Papa wirst du deinem gesammelten Nachwuchs sein, wenn du pausenlos bedröhnt bist?« Puri hielt inne und dachte an die unzähligen Male, die er seinen Vater aus den Büschen im Garten gezerrt und ins Haus geschleift hatte, kurz bevor die Sonne aufging. Er war 5 gewesen, als er es zum ersten Mal tat, und hatte schreckliche Angst gehabt, den zentnerschweren Körper seines Vaters nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen zu können. Was für ein Horror! Dieser verwilderte Garten war ihm so groß wie ein Dschungel vorgekommen, und seine kleinen Hände waren immer wieder vom Gürtel seines Vaters abgerutscht. Tränen überströmt
hatte er wieder und wieder und wieder den Stand der Sonne überprüft. Als er seinen Vater endlich ins Haus geschafft hatte, hatte Agony die Augen aufgeschlagen und Pyri mit einer Hand, so groß wie eine Bratpfanne, eine Ohrfeige versetzt. »Ich wollte dort sterben, du Tölpel!« Einen Moment lang hatte totale Stille geherrscht. Dann war sein Vater in Tränen ausgebrochen, hatte ihn an sich gepresst und versprochen, nie wieder zu versuchen, sich das Leben zu nehmen. Doch es hatte ein nächstes Mal gegeben. Und noch eines. Und noch eines. Immer gefolgt von der gleichen Szene. Pyri hatte nie aufgegeben, ihn zu retten. Weil er fest entschlossen gewesen war, Sadist nach Hause zu einem Vater zu bringen. Der Zauberer lächelte. Und doch ist nichts daraus geworden. Nicht wahr, mein Freund? Dein Vater ist trotzdem gestorben. Und Sadist hat ihn nie gekannt. Nur gut, dass du mit dem Rauchen angefangen hast. Damit Sad trotzdem das Familienvermächtnis am eigenen Leib erfahren kann. Pyri runzelte die Stirn und richtete den Blick durch die Badezimmertür auf die Toilette. Er schloss die Faust um die Tüte mit dem roten Rauch und stand langsam auf, bereit, auf dem Porzellanaltar ein Opfer darzubringen. Der Zauberer lachte herzhaft. »Das schaffst du nie! Völlig ausgeschlossen, dass du aufhörst. Du hältst ja nicht mal 4 Stunden durch, ohne in Panik zu geraten. Kannst du dir ernsthaft vorstellen, die nächsten 700 Jahre deines Lebens nie wieder eine Tüte zu rauchen? Ah, komm schon, mein Freund. Bleib auf dem Teppich.« Pyri setzte sich wieder aufs Bett. »Seht euch das an. Er hat ein Gehirn. Was für ein Schock!« Sein Herz brachte ihn fast um, als er das Papier anleckte und den Joint schließlich zwischen die Lippen steckte. Gerade als er das Feuerzeug aus der Tasche zog, klingelte sein Telefon. Sein Instinkt sagte ihm, wer das war. Und als er das Handy aus der Hosentasche gefischt hatte, bestätigte es sich. Sadist. Und der Bruder hatte schon 3-mal angerufen. Als er abhob, wünschte er sich, sein Joint würde schon brennen. »Ja? Wo bist du? Ich bin gerade von der anderen Seite zurückgekommen.« »Okay, gut. Dann beweg deinen Hintern hierher in die Klinik. Es gab eine Schlägerei im Umkleideraum. John Matthew hat sie angefangen, glauben wir. Aber Cohen hat sie beendet, indem er Lash die Kehle aufgeschlitzt hat. Der Junge hatte schon einen Herzstillstand. Jetzt ist er stabil, sagen sie. Aber niemand weiß, wie die Sache ausgehen wird. Ich hab's schon bei seinen Eltern probiert. Aber da geht nur der AB dran. Wahrscheinlich wegen dieser Gala. Ich will, dass du hier bist, wenn sie kommen.« Offenbar hatte Ralph Sade noch nichts von dem fetten Arschtritt erzählt, den Pyri bekommen hatte. »Hallo?« fauchte Sade. »Pyri, hast du ein Problem mit mir?« »Nein.« Er klappte das Feuerzeug auf, strich mit dem Daumen über das Rad und sah die Flamme auflodern. Als er die selbstgedrehte wieder in den Mund steckte und ins Feuer hielt, wappnete er sich innerlich. »Ich kann nicht kommen.« »Was soll das heißen, du kannst nicht? Meine Schellen ist schwanger und darf nicht aufstehen. Und trotzdem habe ich's geschafft, hierher zu kommen. Ich brauche dich als Vertreter des Trainingsprogramms
und als Mitglied der Bruderschaft. Ich kann nicht. Verdammt nochmal. Ich kann dich doch rauchen hören. Leg den beschissenen Joint weg und mach deinen verdammten Job. Ich bin kein Bruder mehr. Totale Stille entstand auf der anderen Seite. Dann ertönte die Stimme seines Zwillingsbruders. Tief und fast unhörbar. Wie bitte? Es war eigentlich keine Frage. Eher so, als wüsste Sade Bescheid und hoffte trotzdem auf ein Wunder. Das konnte Peori ihm nicht bieten. Raph hat mich aus der Bruderschaft ausgeschlossen. Gestern Nacht? Ich dachte, er hätte es dir gesagt. Peori inhalierte tief und ließ den Rauch so träge wie Sirup durch die Lippen strömen. Er konnte sich genau vorstellen, wie sein Zwilling jetzt gerade aussah. Handy in die Faust gequetscht, Augen schwarz vor Wut, die verzerrte Oberlippe hochgezogen. Das Knurren, das ihm ins Ohr drang, kam nicht überraschend. Großartig! Toll hingekriegt! Die Leitung war tot. Peori rief Sade zurück und landete auf der Mailbox. Ebenfalls nicht überraschend. Scheiße! Er wollte nicht nur die Wogen bei Sadest wieder glätten. Er wollte wissen, was zum Henker im Trainingszentrum passiert war. Ging es John gut? Und Cohen? Beide Jungs waren jähzornig, wie jeder kurz nach der Transition. Aber sie hatten ein gutes Herz. Lash musste etwas Furchtbares getan haben. Peori rauchte sein Joint in Rekordzeit auf. Und während er sich den nächsten drehte, überlegte er, dass Rage ihn sicherlich mit Einzelheiten versorgen würde. Hollywood war immer eine gute Quelle. Der Zauberer schüttelte den Kopf. Dir ist doch wohl klar, mein Freund, dass Raph nicht begeistert wäre, wenn du dich in die Angelegenheiten der Bruderschaft einmischt. Du bist nur noch ein Gast hier im Haus. Du peinlicher Penner. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Oben im Kino kuschelte Cormier sich in einen Sessel, der so behaglich war wie das Wasser vorhin im Schwimmbecken. Allumfassend. Die Handfläche eines sanften Riesen. Das Licht wurde gedämpft und John kam zu ihr nach vorne. Er tippte etwas auf sein Telefon und zeigte es ihr. Bist du bereit? Als sie nickte, wurde der dunkle Raum plötzlich von einem riesigen Bild erleuchtet und aus allen Richtungen ertönten Klänge. Gütige Jungfrau! John legte seine Hand auf ihre. Bald war sie wieder ruhiger und richtete die Aufmerksamkeit auf die Leinwand, die in verschiedene Schattierungen von Blau getaucht wurde. Bilder von Menschen tauchten auf und verschwanden wieder. Die Frauen und Männer tanzten zusammen, die Körper dicht aneinander gepresst, die Hüften zur Musik kreisend. Englische Schrift lief über das Bild. »Ist das genau das Gleiche wie der Fernseher?«, fragte sie. »Funktioniert es auf dieselbe Weise?« John nickte in dem Moment, als die Worte »Dirty Dancing« in rosa eingeblendet wurden. Mit einem Mal rollte eine Maschine, die Auto genannt wurde, über eine Straße durch grüne Hügel. In dem Wagen saßen Menschen. Eine Familie mit Vater, Mutter und zwei Töchtern. Eine weibliche Stimme erschallte im ganzen Raum. Es war der Sommer 1963. Als John ihr etwas in die Hand drückte, konnte sie sich kaum lange genug von der Leinwand losreißen,
um zu sehen, was es war. Eine Tüte. Eine kleine, braune Tüte, die oben offen war. Er machte eine Geste, dass sie etwas rausnehmen und in ihren Mund stecken sollte. Also steckte sie die Hand in die Tüte. Kleine, bunte Dragees kamen zum Vorschein und sie zögerte. Sie waren eindeutig nicht weiß, sondern leuchteten in allen Farben. Und selbst auf dieser Seite hatte sie bislang nur weiße Lebensmittel gegessen, wie es der Tradition entsprach. Aber ganz ehrlich, was konnte schon passieren? Sie blickte sich um, obwohl sie wusste, dass niemand außer ihnen hier war. Und dann, mit dem Gefühl, gegen ein Gesetz zu verstoßen, steckte sie sich ein paar Dragees in den Mund. Ach du heilige Jungfrau! Der Geschmack erweckte ihre Zunge auf eine Art und Weise zum Leben, die sie an Blut erinnerte. Was war das? Cormia inspizierte die Tüte. Darauf waren zwei gezeichnete Figuren abgebildet, die aussahen wie die bunten Dragees. M und Ems stand dort zu lesen. Sie musste die ganze Tüte aufessen. Jetzt, sofort. Ganz egal, ob der Inhalt weiß war. Als sie sich noch mehr M und Ems in den Mund steckte und leise stöhnte, lachte John und reichte ihr einen hohen roten Becher, auf dem Coke stand. Darin klirrten Eiswürfel und durch den Deckel war ein Stab gestochen. Er selbst hob genauso einen Becher an seinen Mund und saugte an dem Stab. Sie tat es ihm gleich und wandte sich dann wieder ihrer Zaubertüte und der Leinwand zu. Eine Gruppe von Menschen war nun am Rand eines Sees aufgereiht und versuchte, einer hübschen blonden Frau zu folgen, die sich nach rechts und dann nach links bewegte. Das junge Mädchen, Baby, das die ganze Zeit sprach, hatte Mühe, ihre Bewegungen den anderen anzupassen. Cormia wandte sich an John, um eine Frage zu stellen, und sah, dass er auf sein Telefon starrte und die Stirn runzelte, als wäre er enttäuscht. Irgendwas war früher am Abend passiert. Etwas Schlimmes. John wirkte viel bedrückter, als sie ihn je erlebt hatte. Aber gleichzeitig war er auch sehr reserviert. Sie hätte ihm zwar gern, auf welche Art auch immer, geholfen, doch drängen wollte sie ihn nicht. Als jemand, der selbst viel für sich behielt, verstand sie die Bedeutung von Zurückhaltung. Also sprach sie ihn nicht an, machte es sich im Sessel gemütlich und ließ sich von dem Film mitreißen. Johnny sah gut aus, wenn auch nicht so gut wie der Primal. Und, oh, wie er sich zur Musik bewegte. Das Schönste aber war, Baby dabei zu beobachten, wie sich ihr Tanzen verbesserte. Man feuerte sie innerlich an, während sie sich daran herantastete und übte und stolperte und schließlich die Schritte beherrschte. »Das ist wundervoll«, sagte Cormia zu John. »Ich habe das Gefühl, es selbst zu erleben.« Johns Handy tauchte vor ihrem Gesicht auf. »Wir haben noch mehr Filme. Tonnenweise Filme.« »Ich möchte sie sehen.« Sie sog an ihrem kalten Getränk. »Alle möchte ich sehen.« Plötzlich waren Baby und Johnny allein in einem Zimmer. Wie versteinert starrte Cormia die Leinwand an, als die beiden aufeinander zugingen und zu tanzen begannen. Ihre Körper waren so unterschiedlich. Der von Johnny so viel größer als der von Baby, so viel muskulöser,
und doch berührte er sie mit Ehrfurcht und Behutsamkeit. Und es war nicht nur er, der streichelte. Sie erwiderte seine Zärtlichkeiten, fuhr mit der Hand über seine Haut, als liebte sie das Gefühl an ihren Fingern. Cormias Lippen teilten sich. Sie setzte sich auf, rückte näher an die Leinwand heran. In ihrem Kopf nahm der Primal den Platz von Johnny ein, und sie selbst wurde zu Baby. Sie bewegten sich im Gleichklang, Hüften rieben aneinander, Kleidung verschwand. Die beiden waren allein in der Dunkelheit an einem sicheren Ort, wo niemand sie sehen oder unterbrechen konnte. Es war das, was im Schlafraum des Primals geschehen war. Nur, dass es hier kein Zögern gab, keine gewichtigen Traditionen, keine Furcht vor dem Versagen. Und ihre 39 Schwestern gab es auch nicht. So einfach, so echt, obwohl es nur in ihrem Kopf stattfand. Das hier wollte sie mit dem Primal erleben, dachte sie, ohne die Augen von dem Film abzuwenden. Genau das. 17. Während Cormia gebannt auf die Leinwand schaute, klappte John sein Handy aus zwei Gründen wieder auf. Die Sexszene machte ihn verlegen und er wartete ungeduldig auf Nachricht über Quinn und Lash. Verdammt! Er schickte Blay noch eine SMS, der sofort antwortete, dass er ebenfalls noch nichts von ihrem Freund gehört hatte und fand, dass es nun Zeit wurde, die Autoschlüssel zu zücken. John legte das Handy auf seinen Oberschenkel. Quinn konnte doch unmöglich etwas wirklich Dummes getan haben, im Sinne von sich im Badezimmer erhängen. Nein, ausgeschlossen. Quinns Vater allerdings war zu allem fähig. John war dem Kerl zwar nie begegnet, hatte aber Stories von Blay gehört und außerdem die Bestätigung in Form des blauen Auges gesehen, das Quinn in der Nacht nach seiner Transition gehabt hatte. John spürte, wie sein Bein wippte und stellte es ruhig, indem er sich die Hand aufs Knie legte. Abergläubischer Trottel, der er nun mal war, musste er die ganze Zeit an den alten Spruch denken, dass ein Unglück selten allein kam. Wenn Lash starb, dann käme bestimmt noch etwas anderes nach. Er dachte an die Brüder draußen auf den Straßen im Kampf mit den Lässern, an Quinn, der irgendwo ganz allein in der Nacht war, und an Bella und ihre Schwangerschaft. Wieder klappte er sein Handy auf und fluchte lautlos. »Wenn ihr fort müsst«, sagte Cormia, »bleibe ich gern allein hier.« Er fing an, den Kopf zu schütteln, doch sie legte ihm sanft die Hand auf den Unterarm. »Geht und kümmert euch um eure Schwierigkeiten. Man kann deutlich sehen, dass ihr einen schweren Abend hattet. Ich würde euch danach fragen. Aber ich glaube, ihr möchtet nicht darüber sprechen.« Einfach nur, weil es ihm gerade durch den Kopf ging, tippte er. »Ich wünschte, ich könnte die Uhr zurückdrehen und die Schuhe nicht anziehen.« »Wie?« »Na toll, jetzt musste er das erklären, wenn er nicht wie ein Idiot dastehen wollte.« »Heute Abend ist etwas passiert. Unmittelbar davor hat mein Freund mir die Schuhe geschenkt, die ich nun anhabe. Hätte ich sie nicht anprobiert, dann wären wir drei längst weg gewesen. Als...« Er zögerte und ergänzte im Geist. »Wären wir längst weg gewesen,
bevor Lash aus der Dusche kam. Als es passiert ist. Cormier sah ihn einen Augenblick lang an. Möchtet ihr wissen, was ich glaube? Auf sein Nicken hin sagte sie. Wenn es nicht die Schuhe gewesen wären, dann hättet ihr mit euren Freunden anders die Zeit verbracht. Vielleicht hätte ein anderer etwas probiert. Oder ihr hättet ein Gespräch begonnen. Oder eine Tür hätte geklemmt. So sehr wir auch über freien Willen verfügen, das Schicksal ist unveränderlich. Was geschehen soll, geschieht auch. Auf dem einen Weg oder dem anderen. Genau so etwas in der Art war ihm vorhin im Büro im Trainingszentrum durch den Kopf gegangen. Nur, es ist aber meine Schuld. Es ging um mich. Die ganze Sache ist meinetwegen passiert. Habt ihr jemandem ein Unrecht getan? Als John den Kopf schüttelte, fragte sie. Aber warum ist das dann eure Schuld? Er konnte jetzt nicht ins Detail gehen. Unmöglich. So war es eben. Mein Freund hat etwas Furchtbares getan, um meinen Ruf zu verteidigen. Aber das war seine eigene Entscheidung, als Mann von Wert. Cormier drückte seinen Arm. Beklagt nicht seinen freien Willen. Fragt euch lieber, was ihr für ihn tun könnt, um ihm jetzt zu helfen. Ich fühle mich so verflucht machtlos. Das ist nur euer Empfinden, nicht die Wirklichkeit, gab sie zurück. Geht und denkt nach. Der Pfad wird sich euch zeigen. Das weiß ich. Ihr ruhiges Vertrauen in ihn war dadurch noch viel kraftvoller, dass es in ihrer Miene lag, nicht nur in ihren Worten. Und es war genau das, was er brauchte. »Du bist echt cool«, tippte er. Cormier strahlte vor Freude. »Danke, Sire.« »Einfach nur John, bitte.« Dann gab er ihr die Fernbedienung und zeigte ihr, wie man sie bediente. Es überraschte ihn überhaupt nicht, dass sie schnell begriff. Sie war genau wie er. Ihr Schweigen bedeutete nicht, dass sie nicht schlau war. Er verneigte sich vor ihr, was sich irgendwie komisch anfühlte, aber gleichzeitig auch angebracht, und machte sich auf die Socken. Noch auf dem Weg runter in den ersten Stock schrieb er Blay eine SMS. Zu diesem Zeitpunkt war es 2 Stunden her, seit sie zuletzt von Quinn gehört hatten. Und es wurde definitiv höchste Zeit, sich auf die Suche zu machen. Da er sehr wahrscheinlich seine Sachen bei sich hatte, käme Dematerialisieren nicht in Frage. Also konnte er nicht weit gekommen sein, da er ja kein Auto besaß. Außer er hätte sich von einem der Doggen aus seinem Elternhaus irgendwo hinbringen lassen. John drückte die Schwingtür auf, die in den Flur mit den Statuen führte, und dachte, dass Cormier ja so recht hatte. Blöd rumzusitzen, würde Quinn kein bisschen helfen, damit klarzukommen, dass seine Familie ihn vor die Tür gesetzt hatte. Und es würde auch nichts daran ändern, ob Lash überlebte oder starb. Und egal, wie unangenehm ihm war, was seine beiden Freunde gehört hatten. Die beiden waren viel wichtiger als die Worte, die mit solcher Grausamkeit in diesem Umkleideraum gesprochen worden waren. Gerade als er die Freitreppe erreichte, empfing sein Handy eine Nachricht. Sie kam von Sadist. Herzstillstand. Sieht nicht gut aus für Lash. Quinn lief neben der Straße her.
Bei jedem Schritt schlug ihm die Reisetasche auf den Hintern. Vor ihm schlängelte sich ein Blitz aus dem Himmel und erleuchtete die Eichen um ihn herum, so dass ihre Stämme aussahen wie eine Reihe breitschultriger Schläger. Der folgende Donner ließ nicht besonders lange auf sich warten. Und in der Luft lag Ozon. Er hatte so eine Ahnung, dass er bald durchweicht sein würde. Und genau so war es auch. Anfangs fielen die Gewittertropfen dick und vereinzelt, doch dann wurden sie immer kleiner und dichter. Das Wasser machte klatschende Geräusche auf seiner Nylonreisetasche und seine Haare wurden flach an den Schädel geklebt. Er ergriff keine Schutzmaßnahmen, da der Regen sowieso gewinnen würde. Ein Schirm hatte er nicht und unter einer Eiche würde er sich ganz bestimmt nicht unterstellen. Extra knusprig war diese Saison überhaupt nicht angesagt. Ungefähr 10 Minuten, nachdem es zu regnen angefangen hatte, näherte sich ein Auto von hinten. Die Scheinwerfer trafen auf seinen Rücken und warfen seinen Schatten auf den Asphalt. Das Licht wurde immer heller. Gleichzeitig wurde das Heulen des Motors leiser, als der Wagen näher kam. Blay war ihm nachgefahren. Er blieb stehen, drehte sich um und schirmte seine Augen mit den Unterarmen ab. Der Regen zeichnete sich als zartes weißes Muster in der Lichtquelle ab. Dunst waberte durch die Scheinwerferkegel und erinnerte ihn an einige alte Folgen von Scooby-Doo. »Blay, könntest du vielleicht mal das Licht ausmachen? Das blendet tierisch.« Die Nacht wurde wieder dunkel und 4 Autotüren öffneten sich, ohne dass ein Innenlicht anging. Langsam ließ Kohn seine Reisetasche auf den Boden sinken. Das hier waren Vampire, keine Lesser, was in Anbetracht seiner Lage nur mäßig beruhigend war. Eine nach der anderen schlugen die Türen wieder zu. Als der nächste Blitz über den Himmel zuckte, konnte er erkennen, wem er gegenüberstand. Die 4 waren schwarz gekleidet und trugen Hauben über den Gesichtern. Aha, die traditionelle Ehrengarde. Kön rannte nicht weg, als seine Gegner einer nach dem anderen schwarze Knüppel vorholten. Er ging in Kampfstellung. Er würde hier untergehen. Und wie er untergehen würde. Aber verdammt nochmal. Er würde es mit blutigen Fingerknöcheln tun und vorher die Zähne dieser Jungs über die Straße verstreuen. Die Ehrengarde umringte ihn in klassischer Bandenmanier und er drehte sich im Kreis, wartete auf den ersten Schlag. Das hier waren große Kerle, alle ungefähr seine Gewichtsklasse. Und ihre Absicht war das Eintreiben einer physischen Entschädigung für das, was er mit Lash gemacht hatte. Da dies hier kein Rhythos war, sondern eine Abrechnung, durfte er sich wehren. Also musste Lash überlebt haben. Einer der Knüppel traf ihn in der Kniekehle. Und es fühlte sich an, wie einen Elektroschock verpasst zu bekommen. Er kämpfte um sein Gleichgewicht. Wenn er zu Boden ginge, wäre er geliefert. Das wusste er. Doch da donnerte ihm jemand mit voller Wucht eins vor den Oberschenkel. Als er auf Händen und Knien landete, hagelte es Schläge auf seine Schultern und seinen Rücken. Doch er machte einen Satz und packte einen der Angreifer an den Knöcheln. Der Kerl versuchte, einen Schritt nach vorn zu machen. Doch Cohen hielt seine Trophäe fest und verschob dadurch massiv den Schwerpunkt des anderen.
Erfreulicherweise war der Typ, als er umkippte wie ein Baumstamm, so freundlich, einen seiner Kollegen mit sich zu reißen. Quinn brauchte einen Knüppel. Das war seine einzige Chance. Er warf sich mit einem mächtigen Sprung nach vorn und reckte sich nach der Waffe des Angreifers, den er gerade gefällt hatte. Doch der nächste Knüppel erwischte ihn am Handgelenk. Der Schmerz blitzte auf wie eine Leuchtreklame. Verfluchter Dreck! Und seine Hand war sofort außer Gefecht gesetzt. Sie hing schlaff und nutzlos an seinem Arm runter. Wie schön, dass er Beidhänder war! Er schnappte sich den Prügel mit der linken und hämmerte ihm den Kerl vor sich genau aufs Knie. Danach wurde die Sache richtig lustig. Aufstehen ging überhaupt nicht. Also bewegte er sich mit tödlicher Schnelligkeit auf dem Boden und schlug nach ihren Füßen und ihren Weichteilen. Es war wie von einer Horde geifernder Hunde umgeben zu sein. Sie sprangen ihn an und ließen sich wieder zurückfallen, je nachdem, wo er gerade ausholte. Er glaubte tatsächlich fast, er könnte sie sich vielleicht vom Leib halten, als einer von ihnen einen faustgroßen Stein aufhob und diesen auf seinen Kopf schleuderte. Zwar wich er dem Wurfgeschoss locker aus, doch er prallte von der Straße ab und traf ihn genau an der rechten Schläfe. Eine Sekunde lang erstarrte er, und mehr brauchte es nicht. Sie stürmten auf ihn ein, und jetzt wurde er richtig verprügelt. Er rollte sich zu einer Kugel zusammen, schlang die Arme um seinen Kopf und beschützte, so gut es ging, seine lebenswichtigen Organe und das Gehirn, während sie auf ihn eindroschen. Sie sollten ihn eigentlich nicht töten. So war das nicht gedacht. Doch einer von ihnen versetzte ihm einen Tritt ins Kreuz, genau in die Nieren. Als er sich aufbäumte, weil er einfach nicht anders konnte, war sein Kinn nicht mehr gedeckt. Und genau da traf ihn der zweite Tritt. Sein Kiefer war kein guter Stoßdämpfer. Im Gegenteil, er war sogar ein Verstärker, da seine untere Zahnreihe gegen die obere knallte und sein Schädel die volle Wucht des Aufpralls absorbierte. Benommen ließ er die Arme hängen. Seine Verteidigungshaltung sackte in sich zusammen. Sie sollten ihn eigentlich nicht töten, weil Lash ja noch lebte, wenn sie das hier machten. Wenn der Kerl gestorben wäre, dann hätten ihn die Eltern seines Cousins vor den König gezerrt und sie hätten darauf gepocht, dass er mit dem Tode bestraft wurde, obwohl er noch minderjährig war. Nein, diese Prügel waren nur die Vergeltung für eine Körperverletzung. Auge um Auge. Oder zumindest war das so vorgesehen. Die Scheiße war nur, dass sie ihn auf den Rücken schubsten und einer von ihnen Anlauf nahm und ihm mit beiden Springerstiefeln mitten auf den Brustkorb sprang. Er bekam keine Luft mehr. Sein Herz hörte auf zu schlagen. Alles kam zum Stillstand. Und dann hörte er die Stimme seines Bruders. »Mach das nicht noch mal! Das ist gegen die Regeln!« »Sein Bruder? Sein Bruder?« Dann ging es hier also nicht um Lashs Verletzung. Das hier schickte ihm seine eigene Familie als Rache dafür, was er ihrem guten Namen angetan hatte. Quinn rang nach Atem, bekam aber dennoch keine Luft. Die anderen vier stritten sich. Die Stimme seines Bruders war am lautesten. »Das reicht jetzt!«
beschissener Mutantenbastard. Der verdient den Tod. Cohen verlor das Interesse an dem Theater, als ihm auffiel, dass sein Herz seine Arbeit immer noch nicht wieder aufgenommen hatte. Und dass selbst die Panik, die er bei dieser Erkenntnis plötzlich spürte, die Maschine nicht kickstartete. Alles verschwamm vor seinen Augen. Seine Hände und Füße wurden allmählich taub. In diesem Moment sah er das helle Licht. Ach du Schande! Der Schleier kam ihn holen. Mist, lass uns abhauen. Jemand beugte sich über ihn. Wir kommen wieder, Arschloch, ohne deinen idiotischen Bruder. Er hörte das Schaben von Stiefeln, das Auf- und Zuschlagen diverser Autotüren und dann ein Quietschen, als der Wagen losfuhr. Als auch der Nächste losraste, begriff er, dass das Licht über ihm nicht das Jenseits war, sondern ein anderes Auto, das auf der Straße in ihre Richtung fuhr. Er hatte kurz die Idee, sich vielleicht kräftig auf die Brust zu klopfen, sich quasi selbst eine Herz-Lungen-Massage zu verpassen, à la Casino Royale. Er schloss die Augen. Ja, wenn er doch nur den 007 machen könnte. Aber keine Chance. Seine Lungen weigerten sich, mehr als flache Luftzüge aufzunehmen. Und sein Herz war immer noch nichts als ein Muskelklumpen in seiner Brust. Und dass er keine Schmerzen mehr hatte, war noch besorgniserregender. Das nächste weiße Licht, das zu ihm durchdrang, war wie der Dunst, der über der Straße hing. Ein sanfter, weicher Nebel, der ihn badete, ihn liebkoste. Er bestrahlte ihn, und seine vorherige Todesangst wich tiefer Furchtlosigkeit. Er wusste, das war kein Auto. Das jetzt war der Schleier. Er löste sich vom Asphalt und schwebte schwerelos empor, bis er sich am Anfang eines weißen Korridors wiederfand. Ganz hinten am Ende lag eine Tür, die er unbedingt erreichen und öffnen musste. Das spürte er. Mit wachsender Dringlichkeit lief er darauf zu, und als er sie erreicht hatte, streckte er die Hand umgehend nach dem Knauf aus. Das Messing fühlte sich warm an, und er hatte den unbestimmten Gedanken, dass, wenn er erst durch diese Tür gegangen wäre, alles vorbei war. Solange er die Tür nicht öffnete und über die Schwelle auf die andere Seite trat, befand er sich in einem Zwischenraum. Wenn er erst drüben war, gab es kein Zurück mehr. Schon wollte er den Knauf drehen, da entdeckte er ein Bild auf der Tür. Es war undeutlich, und er stockte, versuchte zu erkennen, was es darstellte. »Oh mein Gott«, dachte er, als er begriff, was er da vor sich hatte.